Ich freue mich. Ilse hat schon viel von Ihnen erzählt. Herzlich willkommen in Moosdorf. Ilse, Sie sind noch einmal schöner geworden. Wo soll das noch hinführen? Mein Gott, wie lange ist das hier? Ich hoffe, Sie hatten eine angenehme Reise. Sie bringen gutes Wetter mit. Und ich finde, wir haben uns alle überhaupt nicht verändert. Alter Freund, unverändert. Sehen wir uns endlich wieder. Hast uns mit deiner Tochter geködert. Wer sollte da wohl wieder stehen? Das letzte Mal hat dein Leo noch auf meinen Knien gesessen. Und deine Ilse war noch gar nicht auf der Welt. Herzlich willkommen. Mein Mann hat immer so viel von Ihnen erzählt. Ich freue mich, endlich hier zu sein. Herr Gontrau, guten Tag. Guten Tag, gnädige Frau. Was für ein herrliches... Guten Tag, gnädiges Fräulein. Tag. Ich freue mich. Ich auch. Ilse! Sie sehen... Lassen Sie sich umarmen. Ich freue mich. Sie sehen entzückend aus. Was für ein reizendes Kleid. Habt ihr euch überhaupt schon begrüßt? Aber ja, Mama, uns ging gerade der Gesprächsstoff aus. Ich bin dir ins Wort gefallen, verzeih. Aber jetzt müssen wir gleich das Baby sehen. Ich kann es nicht erwarten, wieder einmal etwas Kleines auf den Arm zu halten. Komm, mein Lieber. Ja, ich wollte Ihnen gerade sagen, aber eigentlich hat meine Mutter ja schon fast alles gesagt. Sie sind so ernst. Haben Sie irgendeinen Kummer? Oh nein, ich bin heute besonders fröhlich. Stellen Sie sich vor, Nelly, ich habe Ihnen doch von ihr erzählt. Aber ja, mehr als von sich selbst. Sie hat sich verlobt. Heute, gerade eben, kam ein langer Brief von ihr. Nun muss sie doch keine Gouvernante werden. Da wird sie aber glücklich sein. Glücklich? Sie ist selig. Sie sollte nur einmal Ihren Brief lesen. Ich trage ihn die ganze Zeit bei mir, so schön ist er. Bitte lesen Sie ihn mir vor. Vorlesen? Nein, nein, Sie würden nur über uns lachen. Uns? Ja, Nelly und mich. Bestimmt nicht. Nein, unmöglich. Und wenn ich Sie sehr darum bitte? Nein, vielleicht später. Auf euren kleinen Sohn, ein prächtiger Bursche. Auf dass er ein tüchtiger Gutsherr werde. Wenn meine Ilse ein Junge geworden wäre, könnte ich jetzt schon ans Aufhören denken. Ah, sei froh, dass es nicht so ist. Im Ruhestand kommt man nur auf dumme Gedanken. Aber ernst? Ich meine die Politik. Nein, nein, das Erstgeborene sollte immer ein Sohn sein. Du hast doch beides. Ich habe nur ein Kind. Habe mir immer ein Mädchen gewünscht. Tatsächlich? Der Grund ist einfach. Hat man einen Sohn, verliert man ihn, wenn er eine Frau nimmt. Eine Tochter dagegen bringt einem noch einen Sohn ins Haus. Das kann man doch nicht als Regel aufstellen. Und Enkelkinder. Du hast recht, mein Lieber. Ich bin doch froh, dass meine Ilse kein Ilserich ist. Papa. Du hast es also auch nicht besser. Wirst auch dauernd zur Ordnung gerufen. Besonders als in diesem Pensionat war. Früher hat sie mich zu allerlei Unsinn angestiftet. Heute muss ich diese Rolle übernehmen, wenn ich meinen Spaß haben will. Hören Sie nicht auf ihn. Er will mich nur ärgern. Nun, Leo, willst du ihr nicht beistehen? Hast du nicht gesagt, sie kann sich sehr gut selbst wehren? Oh, das habe ich. Aber die Gelegenheit, einer jungen Dame zu helfen, habe ich nie ausgelassen. Auch wenn sie keine Hilfe brauchte. Du bist wirklich unausstehlich, Ernst. Und wie habe ich dich kennengelernt? Das will er nur erzählen, weil, haben Sie bemerkt, wie geschickt er das Gespräch dahin geführt hat? Das war nämlich so. Sie wusste, dass der Hund nicht beißt und hat trotzdem geschrien. Leider oder Gott sei Dank wusste sie aber nicht, dass ich wusste, dass sie den Hund kannte. Das behauptet er immer, aber er konnte es gar nicht wissen und außerdem ist es nicht wahr. Also gut, haben wir es eben beide gewusst. Für möglich gehalten. Vielleicht. Eine hübsche Geschichte jedenfalls. Auch wenn die Wahrheit nie mehr ans Licht kommen sollte. Richard, ich glaube, wir sollten die Tafel aufheben. Ja, ich hoffe, es hat Ihnen ebenso gut geschmeckt wie mir. Ich danke dir, meine Liebe. Ganz ausgezeichnet. Jetzt fällt die Wahl schwer. Ungesunde Zigarre oder gesunder Nachmittagsschlaf. Ich habe den Kaffee oben im Erker serviert. Dann ist die Frage entschieden zugunsten des Lasters. Bitte bleiben Sie. Haben Sie mich jetzt erschreckt? Es tut mir leid. Ich wollte Sie nicht stören. Ich wollte nur einen Augenblick alleine sein, nach diesem schrecklichen Essen. Es tut mir sehr leid, dass mein Vater... Aber er ist nun mal so. Ich fand, Ihr Vater war sehr lustig. Aber mein Papa...
Er bringt mich zur Weißglut in letzter Zeit. Ihr Vater? Wieso? Ach, ich glaube, sie sind beide gar nicht so schlimm. Vielleicht sind wir nur zu ernst. Sie meinen, man wird lustiger mit den Jahren? Vielleicht. Mhm. Weil man über nichts mehr nachdenkt und alles hinter sich hat. Sie sind so ganz anders als beim letzten Mal. Wieso? Überhaupt ganz anders als die meisten jungen Damen. Sie scheinen ja eine ganze Menge zu kennen. Nun ja, von den Sommerbällen bei uns in Lindenhof und in der Nachbarschaft. Ich war noch nie auf einem richtigen Ball. Nelly sagt, es wäre schrecklich. Jeder ganz fremde Mann kann kommen und sagen, darf ich bitten? Und dann muss man mit ihm tanzen. Und das ist so schlimm? Weil ich mir selbst aussuchen will, mit wem ich tanze. Und Nelly hätte mit niemandem anders tanzen wollen, außer mit ihrem Dr. Althoff. Aber das ging ja schließlich nicht. Sie war wohl sehr verliebt. Ja, sie hat sich sogar seine Initialen in den Arm geritzt. Aber das finde ich übertrieben. Und Nellys Brief haben Sie wirklich immer bei sich? Ja. Aber den will ich jetzt nicht zeigen. Und wenn ich Sie darum bitte? Möchten Sie noch eine Waffel? Nein, danke. Richard, sieh doch mal nach, wo die beiden bleiben. Schau dir das mal an. Was gibt's denn? Na, was soll's geben? Sie spielen Fangen. Aha, Fangen. Hm. Sie ist schneller. Alle Achtung! Sie sind schneller als der Wind. Ich glaube, es wird bald Regen geben. Die Schwalben fliegen tief. Die Mücken werden aufrecht. Ilse, Sie haben es versprochen. Nichts ist versprochen. Vielleicht, habe ich gesagt. Nur ein paar Zeilen. Oh, Sie sind ein Quälgeist. Was kann Sie an Mädchenbrief interessieren? Sie wollen ja nur darüber spotten. Also gut. Aber nur ein paar gleichgültige Zeilen. Der Rest ist nicht für Ihre Ohren bestimmt. Der Abschiedstag war da. 11 Uhr. Eine Stunde vor meiner Abreise. Ich sitze in meinem Zimmer und mein großer Koffer und weinte. Wie ich mich so ganz verlassen fühle, steht plötzlich Dr. Althoff vor mir. Ich hatte sein Klopfen nicht gehört. Ich spring auf und verberg mein weinend Gesicht. Ich schäme mir so. Leise zog er meine Hände fort und sagt mit seiner schönen tiefen Stimme, so, das ist genug. Bitte lesen Sie weiter. Ach, er fragt sie, ob sie ihn lieb hat und ob sie seine Frau werden will. Und sie sagt herzlich gerne. Und da waren sie verlobt. Keinen Kuss? Davon steht nichts im Brief. Ilse. Was würden Sie antworten, wenn Sie jemanden fragen würde, haben Sie... Nein, würde ich sagen. Ich habe niemanden lieb. Niemanden. Ilse, und wenn ich es wäre, der Sie fragt, haben Sie... Bitte, Leo, nicht. Hast du mich lieb? Möchtest du meine Frau werden? Nein, niemals. Niemals? Bitte nehmen Sie das Wort zurück. Ilse. Leo. Ilse, du hast es gesagt. Du hast es gesagt mit deinen Augen. Nicht. Wie könnte ich nur einen fremden Mann küssen? Aber im Arm halten darf ich dich. Für immer. Leo, sag du es ihm.